Schreiben anfing, hat mir doch niemand gesagt, dass es eine Krankheit ist und die mich alle kurieren wollen. Dass Freunde, Verwandte und auch die vielen Frauen, die meine Feder berührt, mich besuchen hernach in therapeutischer Absicht. Dass er mich ungefragt zum Entzug einweist und ich leider zu simulieren beginne, Besserung vortäusche, den Gesunden markiere vor den Kindern und dem Direktor. Um in der Nacht rückfällig zu werden und in der Küche heimlich zu schreiben, umringt von all den Küchendämonen, kleineren Geistern, Maren und Ängsten, Trugbildern und Obsessionen mit zitternden Händen. Ich habe wirklich nicht gewusst, wie schändlich es ist und wie dumm man sein muss, sich dieses Virus über Kontakte im Schlaf zu holen.